Bei dieser Aufgabe sollen wir die Fläche von diesem Dreieck berechnen. Und ich starte, indem ich einfach mal die Seite x hier berechne. Direkt lässt sich die Fläche nicht berechnen. Also muss man langsam anpacken und ich suche, das ist so eine typische Pythagoras-Aufgabe, ich suche ein rechtwinkliges Dreieck und zeichne mir an diese Stelle ein rechtwinkliges Dreieck an. Hier ist der rechte Winkel. Die Höhe hier ist 3, das ist 2, das ist auch noch gegeben, gut. Hier ist, also wir haben 3, wir haben 2 und deswegen haben wir hier 1 cm. Hier sind 4 und hier sind 7 und deswegen müssen das hier 3 sein. Und dieses Dreieck, da lässt sich der Pythagoras ansetzen, x² gleich 1² plus 3². X ist Wurzel aus 1 plus 9, ist Wurzel aus 10. Das gleiche mit dieser Geschichte. Stopp, will ich nicht, hier bin ich. Hier. Da habe ich jetzt auch wieder eine 1 und hier eine, also 6 minus 9 ist 3. Ja, das ist das Gleiche. Gleicher Pythagoras, gleiches x. Also ich habe hier ein gleichschenkliges Dreieck. Da oben ist es ein bisschen anders. Hier ist auch wieder ein rechtwinkliges Dreieck. Ich habe hier 9 minus 6, also an der Stelle die 3 und 7 minus 4 ist hier auch die 3. Das heißt, dieses andere nenne ich jetzt mal y. Y² gleich 3² plus 3², also y ist Wurzel aus 9 plus 9, ist Wurzel aus 18. Das wäre 3 Wurzel 2. Gut, ich mal mir das rote Dreieck nochmal ein bisschen schöner hin. Also Wurzel 10. Wurzel aus 10, 3 Wurzel 2. Ich habe es umgedreht. Nur eine Skizze, hilft beim Denken. Das hat jetzt keinen rechten Winkel, aber es ist gleichschenklich. Ich brauche für die Fläche a ist 1/2 mal Grundlinie mal Höhe. Also die Grundlinie habe ich. Die Grundlinie ist 3 Wurzel 2. Die Höhe habe ich nicht, aber die Höhe kriege ich wieder mit einem Pythagoras. Ich muss eben dann die Hälfte von der Grundlinie nehmen, als Kathete. Also h² plus, das ist also 1,5 Wurzel 2 Quadrat, ist Wurzel aus 10 Quadrat. H ist, also Wurzel aus 10 zum Quadrat ist 10. Und hier minus 1,5 Wurzel 2 zum Quadrat. Die Höhe h ist dann ungefähr 3,81. Und wenn ich das habe, kann ich mit der Flächenformel für das Dreieck die Fläche berechnen. Die Grundlinie kenne ich ja. Bisschen mehr Platz. So. A gleich 1/2 3 Wurzel 2 mal 3,81 ist ungefähr 8,08.